habe ich mich in den vergangenen Jahren, zumindest in den vergangenen letzten 3 Jahren, nicht ausreichend genug über die Trockenheit ausgelassen. Habe ich. Jetzt könnte ich ja direkt anfangen in diesem Jahr. Mit der nächsten Klagewelle, was? Aber ich will nicht, sonst kriege ich wieder nur Ärger. Nee, also ziemlich nass dieses Jahr. Der ganz normale Selbstversorger-Wahnsinn. Teil 58. Dranbleiben. Mal ist es zu nass, mal ist es zu trocken. Also momentan sinke ich hier 5 cm tief ein im Modder, weil es so viel geregnet hat. Und seit Wochen nur noch am Regnen ist. Also mehr als an irgendeine sinnvolle Gartenarbeit ist hier wahrlich nicht zu denken. Geht nur darum, irgendwie das am Laufen zu halten. Auf der anderen Seite, der viele Regen hat natürlich auch Vorteile. Es wächst in diesem Jahr enorm gut, ohne dass ich hier großartig was dazu tun muss. Hallo und herzlich willkommen wieder bei euch im Garten Estrich-Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Wissen Sie was? Meine Videos sind ja immer wieder Rückblicke. Das, was Sie jetzt sehen, was Sie in diesem Video kriegen, ist ja nicht die Arbeit, die ich jetzt mache, sondern das, was schon vor ein paar Wochen passiert ist. Sie schauen sich das ganze Spiel an. Ich pflück weiter Boden. Und wenn ich die Schüssel voll habe, sind Sie mit dem Video durch. Viel Spaß dabei. So, befassen wir uns mal ein wenig mit Düngen im Garten. Da gibt es ja so unterschiedliche Auffassungen. Die einen schwören auf Brennnesseljauche, die anderen auf Pferdemist und Guano und was auch immer. Ich habe mit, wie heißt es, mit dieser Brennnesseljauche nicht besonders positive Erfahrungen gemacht. Also, dass da ein durchschlagender Effekt jetzt zu sehen sein sollte und was dem alle angedichtet wird, gegen Blattläuse und gegen alle möglichen Schädlinge und die Düngewirkung. Ich habe die nicht so in der Form nicht festgestellt. Und deswegen sammle ich jetzt schon seit Monaten die Kacke von den Hühnern, also quasi eigener Guano. Und das werde ich jetzt mal versuchen, da einen Flüssigdünger draus anzusetzen. Hä? Hat wieder einer kaputt gemacht. Alles, was so an Hühnermist in den letzten Monaten angefallen ist, habe ich gesammelt. Wollte das eigentlich trocknen, aber das trocknet so unheimlich langsam und dann pulverisieren. Aber wie das zu bewerkstelligen ist, weiß ich noch nicht. Heute machen wir eine Jauche draus. Zumindest versuche ich das. Und bei den 30 Hühnern, die wir hier rumlaufen haben, so Pi mal Daumen, kommt eine Menge an Mist zusammen. Und davon werde ich jetzt das Fass da mal so ein Drittel voll machen. Also hier im Schatten, hier in dieser schottigen Schuppen, trocknet das überhaupt nicht. So langsam, das liegt jetzt schon seit bestimmt 3 Monaten hier rum. Ah, kann noch was.
schade, diesen ganzen Dünger einfach zu verschwenden. Da brauche ich nicht kaufen. Keine besonders appetitliche Sache, aber was tut mir denn alles für gesundes Gemüse oder gesunde Ernährung? Ja, sollte reichen. Und weil das ja so stinken soll, bringen wir das jetzt mal an einen Ort, wo dieser Gestank keine Rolle spielt. Stellen das ganze Spiel an ein schattiges Plätzchen. Und füllen das Ganze mit Wasser auf. Und wenn das voll ist, lasse ich das ein paar Tage stehen. Immer mal wieder umrühren. Ich muss ja zugeben, ich war wieder so Jack und habe vorher im Internet nachgesehen, wie man sowas macht. Grober Fehler. Fällt mir immer wieder auf. Gucken Sie im Internet nach, kriegen Sie so viele verschiedene Meinungen. Der eine streut das pur da drauf, der andere meint, das muss unbedingt 2 Wochen, 2 Tage und 16 Stunden hier verjauchen. Der eine schmeißt den Hühnermist einfach auf den Kompost. Da werden Sie nicht schlauer durch. Ich müsste mich viel mehr auf meine Intuition verlassen. Weil ich größtenteils auch tue. Weil nur durch eigene Experimente kann ich das rauszufinden. Mit dem Brennnesseljauche, wie gesagt, das habe ich versucht. Ich habe keinen negativen Effekt festgestellt. Aber auch nicht den bombenpositiven Effekt. Bei vielen Sachen ist viel Glaube mit dabei. Oder YouTube. So, sollte reichen. Rühren wir die Schose noch mal um. Ja. Kürzeren Stock hätte auch nicht geschadet. Ja. Das hängt da unten noch kluppenweise drin rum. Wird also noch ein paar Tage dauern. Weil ich mitkompostiert habe, ein paar Kartoffelkäfer. Weil den einzig nennenswerten Schädling, den ich hier bei mir noch nicht beobachtet habe, sind Kartoffelkäfer. Und diese Tage musste ich, oder gestern Abend habe ich nachgesehen, habe ich tatsächlich junge Kartoffelkäfer gesehen. 2 alte, denen habe ich direkt den Garaus gemacht und dann einen ganzen Bündel frische, kleine, direkt mit da reingetan. Das wäre wirklich schade, wenn mich das Schicksal auch noch ereilen würde. Ich habe echt keine Nerven für Kartoffelkäfer aufzusammeln. Ich gehe noch mal gucken, vielleicht finde ich noch einen. Weil das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Wir sind hier also locker 10 Kilometer im Umkreis. Ach, noch weiter. Alles Industrielandwirtschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Kartoffelkäfer hierhin verirrt, dass der bis hierhin vordringt durch die ganzen Pestizide, ist kaum anzunehmen. Aber wenn sich die Population erstmal hier etabliert hat, dann kriege ich ihn nicht wieder weg. Auf welche Pflanze waren sie? Da ist noch einer. Da. Und noch einer. Ach, da. Jede Menge. Muss ich mir doch irgendwann mal ein Glas besorgen. Und diese Viecher alle in ein Glas stecken. Und dann entsorgen.
scheint nur diese eine Pflanze gewesen zu sein. Ich sehe nicht mehr. Aber du gehörst da nicht hin. Doch, da ist noch einer. Ein erwachsenes Tier. Das fehlt mir noch. Nee. Ich kann hier auf den gekauften Kartoffeln keine finden. Die einzigen Käfer, die ich gefunden habe, waren die auf der Reihe, die ich selbst aus Samen gezogen habe. Weiter verfolgen. Das ist eine Ecke, die bisher selten in den Videos vorkam. Habe ich neu gepflanzt vor ein paar Jahren. 1, 2, 3, 4 Reben und 2 Brombeeren. Da freue ich mich richtig drauf. Es sind nicht alle so wirklich gut. Also die da ist eher weniger, die auch weniger. Die ist ganz gut und da hinten, die gucken wir uns gleich mal näher an. Aber ich gebe dem erstmal Wasser hier. Ich weiß, das habe ich auch irgendwo gehört. Reben sind sehr tiefwurzelnde Pflanzen. Eigentlich brauchen die kein Wasser. Aber ich denke mir, sicher ist sicher. Allesamt robuster Reben, wenn ich mich recht erinnere. Also an dieser Pflanze ist das Namensschildchen ab, muss ich in den alten Videos nachsehen. Da sind so viele dran. Uiuiui. Während die daneben gar nicht so gut läuft. Aber kann ja noch kommen. Ja, und die letzten beiden halten sich so leidlich. Freue ich mich drauf. Ich komme noch mal auf die Kartoffeln zu sprechen. Einen Kartoffelkäfer habe ich eben an den anderen noch gefunden. Ich habe hier eine Pflanze, da ist mir nicht ganz klar, was mit der ist. Also die anderen sind so hoch und die eine ist nur so hoch und gelb und vergilbte Blätter. Machen wir mal einen Schwenk hier durch die Kartoffeln. So, toll hinbekommen, schöne Reihen. Jetzt gehen wir mit der Kamera mal runter und da haben wir eine einzige Pflanze. Was ist das? Warum ist die so mickrig? Wenn das irgendjemand weiß, lassen Sie mich das mal wissen. Aber bevor dass die mir jetzt hier alle anderen auch noch ansteckt, will ich mal sehen. Da hatte ich mir gedacht, dass da nichts dran ist. Gucken wir noch mal rein. Das ist die Saatkartoffel. Vollkommen faul. Da. Ist klar. Da ist nichts. Hat die jetzt tatsächlich schon Krautfäule hier? Die Stängel? Da. Wäre ja traurig, was? So früh im Jahr habe ich das noch nie gehabt. Lass mich doch jemand wissen, was das für eine Krankheit ist. Mann, da war ich doch so stolz. Hab hier Rettich wachsen, diese schönen, langen, weißen. Hab mich auch an die Anleitung auf der Packung gehalten. Richtige Zeit. Bis gestern sind die prima gewachsen, in dieser Nacht quasi alle geschossen. Tja, so sollte das nicht sein. Das ist ja noch kein Rettich hier. Und hier geht's rein in die Blüte. Kann ich in die Tonne kloppen. Sagen Sie mal, was habe ich da falsch gemacht? Also ich meine, wenn ich mich da an die Zeit auf der Packung halte, ich habe ihr regelmäßig gegossen, damit die Wasser brauchen, weil die viel Wasser brauchen. Klappt nicht. Einer nach dem anderen. Ich glaube, das probiere ich jetzt demnächst nochmal. Wenn er ein bisschen abgetrocknet ist, mache ich mir wieder so eine Ecke frei. Und dann wird das ganze Spiel nochmal probiert. Immer und immer wieder. Tja, ich bin fassungslos. Ich glaube, den Kampf habe ich verloren. Jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, mehr und mehr Kartoffelkäfer. Habe ich im Internet nachgesehen. Überwintern tun die irgendwo in der Erde.
Das heißt, wenn sich diese Population erstmal hier, ach, ich hab's ja gesagt, wenn sich diese Population erstmal etabliert hat, werde ich diese Viecher nie wieder los. Und selbst wenn ich mit der ganzen Familie da durchlaufe, es bleiben immer irgendwo welche übrig. Da kann ich machen, was ich will. Fressen und fressen und fressen. Oder haben Sie da irgendeine Idee? Kann man irgendwas machen, was praktikabel ist? Also ich meine, ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Also in deren Jugend, in deren Kindheit, da mussten die Kinder alle auf die Kartoffelfelder und Kartoffelkäfer sammeln. Das war damals so. Kennt heute keiner mehr. Ich bin sicher, wenn ich meinen sage, geht die Kartoffelkäfer aufsammeln, also so dicke Handschuhe gibt es gar nicht, die da anziehen wollten, um die Kartoffelkäfer abzusammeln. Die würden jetzt sagen, verkackt. Es geht so langsam los. Es ist zwar eine Menge vom Wind und Sturm niedergedrückt worden, aber es geht so langsam mit der Blüherei los. Och, und gestern sah das noch so schön aus und jetzt alles umgeknickt. Aber so schön das mit dem Regen ja auch war. Das hat es geregnet, so 16, 17 Liter habe ich gehört. Das ist so der Moment, was haben wir heute, 20. Juni, wo ich erkennen muss, wie eben gesagt, verkackt. Also man kann wirklich dabei zugucken, wie über Nacht alles sprießt. Und zwar nicht das, was da wachsen soll, sondern das, was da nicht wachsen soll. Okay, 20. Juni ist der Moment, wo es ab jetzt nur noch um Schadenbegrenzung geht. Boah, stinkt das Zeug. Da kann ich wenigstens hier mal ein bisschen ausgeizen. Das sind so die ganz normalen Momente. Ich laufe hier mit der Kamera los und wenn mir irgendwo was auffällt, dann sage ich ihm mein Sprüchlein in die Kamera. Gehen wir doch mal gucken, was sich bei den Melonen so getan hat. Die hatte ich ja eine ganze Reihe von nachgesät. Da wächst hier keine, da nix und da auch nix. Aber ich glaube, von diesen ganzen Kernen, die ich da in die Erde gesteckt habe, eine einzige wächst da hinten. Das könnte eine Melone sein. Alle anderen nix. Und die ersten, die sehen dann so aus. Ich hatte es gesagt, ein totales Desaster. Aus dem Weg hier. Aber ich habe noch mal überlegt. Im letzten Jahr hatte ich ja Markensaatgut von, oder bei der Buddy, wo das Video entstanden ist, oben in der Infobox. Da hatte ich Saatgut von Kiepenkerl. Diesmal war das ja irgendwelches anderes Saatgut. Da stand zwar dieselbe Sorte drauf, aber es war anderes Saatgut. Vielleicht war das ja der Grund, also dass da gar nichts gewachsen ist. Also, das gibt mir zu denken. Und ich sehe immer noch keine Pastinake und keine Wurzelpetersilie. Dafür tigern immer noch Bienen darum. Das ist doch jetzt bestimmt 2-3 Wochen. Zwei Wochen mindestens. Irgendwie haben die sich hier festgewurstelt und da leben die jetzt. Dafür habe ich wenigstens von den neuen Pflanzen Salaten bisher keinen verloren. Man muss auch die positiven Seiten sehen. Aber ich weiß, ich klage wieder, wie immer, auf sehr hohem Niveau. Also wenn man das ganze Spiel betrachtet, Gott weiß, wie viel Kram da letztendlich bei rumkommt. Ich habe eben noch Kohlrabi geerntet. Da hatte ich auf so einem Stück 70 Kohlrabi. Da habe ich ein Video, bereite ich darüber vor.
Kohlrabi geerntet. Das waren also allein die wir eingefroren haben, waren 10 Kilo bisher. Da stehen noch bestimmt noch mal 10 Kilo und wir haben ein paar noch gegessen zwischendurch. Also es ist reichlich da. Aber ein bisschen Moppern gehört zum Geschäft. Zum Beispiel Moppern über die Ackerwinde. Also dem Zeug, nein, ist mit diesen Dingern nicht Herr zu werden. Ich rupfe und rupfe und rupfe. So, was sehe ich da? Ein paar Zwiebeln, die anfangen wollen zu blühen. Nein, weg damit. Da auch noch. Ich sollte nicht so negativ sein. Sieht alles super aus. Ich habe schon viel, viel schlimmere Gärten gesehen. Und wofür zum Geier nochmal braucht man Wurzelpetersilie? In jedem Jahr passieren wieder neue Dinge. Das müsste eine weiße Johannisbeere sein. Die hatte ich, also fachmännisch, wie im Video beschrieben, geschnitten. Ey, da sind Unmengen von neuen Trieben gekommen. Ganz dünne, feine. Ein riesiges Gestrüpp von Trieben. Ja. Also da bleibt für die alten Triebe nichts mehr übrig, wo die noch wachsen können. Was der? Der Regen hat sie mächtig niedergehauen. Gehe ich jetzt zur Schiene ernten. Nichts Spektakuläres. Einfach nur ein Garten. Ich muss mich von diesem Gedanken an einen Idealgarten einfach verabschieden. Wachsen lassen und sich freuen, das ist doch auch was wert. Habe ich hier im letzten Jahr so eine Mischung hingestreut und jetzt habe ich jede Menge Klatschmohn. All diese Sachen, die ich in der Vergangenheit mal angebaut habe, das hält sich Jahre dran. Wir Hirse. Unmengen davon. Das hält sich einfach dran. Ich muss diesen Idealgedanken an den Garten, so ich mir den vorstelle, den muss ich abschreiben. Hauptsache, es kommt genug dabei rum. Egal, wie es wächst. In ein paar Tagen kommt der örtliche Kindergarten. Den soll ich was über Bienen erzählen. Jetzt wuchs das Gras hier schon so hoch. Ich hingegangen diese Tage, wo es schon dunkel war, oder fast dunkel war, den Rasentrimmer rausgeholt. Hat auch ganz gut funktioniert, aber glauben Sie mir, irgendwann bin ich dann doch zu nah an so ein Flugloch gekommen. Ey, ich habe nur noch den Rasentrimmer weggeschmissen und bin schreiend weggerannt. 10, 15 Stiche, voll Kanne drauf. Es sind immer noch Fluglöcher, die sind nicht frei. Wenn irgendwann mal ganz dunkel ist, dann schleiche ich mich da mal hin. Dafür sind zumindest ein paar Stangenbohnen gekeimt. Und die warten darauf, dass das Kartoffelbeet im Gewächshaus frei wird. Dann kommen die dahin. Und jetzt gehe ich Kaffee trinken. Ich habe sie einfach mal so mitgenommen und einfach was erzählt. Wissen Sie, Gründüngungen sind eine tolle Angelegenheit. Also ich mache das eigentlich immer, wenn irgendwo eine Ecke frei wird, irgendwann streue ich immer drauf. Sie haben aber auch einen großen Nachteil. Das ist quasi ein riesiges Verbreitungsgebiet für Unkräuter und Unkrautsamen und alles Mögliche. Weil ganz frei davon wird man es nicht schaffen. Jetzt habe ich immer eine Parzelle wie diese hier. Da nehme ich das bewusst in Kauf, dass die Unkräuter sich da vermehren. Ich lasse die Aussamen, die verzehre ja auch die Ringelblumen und dann soll das wachsen bis zum geht nicht mehr. Ist mir egal. Aber an anderen Stellen, die ich vielleicht noch brauche, da ist das kritischer. Und da hinten ist so eine Ecke auf dem Kohlbeet, da muss ich jetzt was tun. Hier hatte ich nämlich auch so ein
alles Mögliche drauf gestreut. Aber wenn man das so, sich so ansieht, also da ist mehr Unkraut drauf als sonst was. Und ein Streifen davon werde ich noch brauchen. Und das andere werde ich jetzt erstmal absensen, weil das ist mir definitiv zu doof. Klar, es gibt da Sachen, die kann man essen. Wie sowas. Einmal vor vielen Jahren mal in den Garten gestreut. Immer noch da, wird auch nie wieder weggehen. Aber der Rest, nee. Absensen. Wird schon wieder nachwachsen. Zumindest da, wo es nachwachsen kann und darf. Wenn da nur eine einzige dusselige Distel von ans Wachsen kommt. Da hinten sind Stellen, da ist mal irgendwann mal eine ausgesamt. Der kann ich rauszupfen bis zum geht nicht mehr. Immer wieder neu. So, weg damit. Wenn ich nicht schon zu spät dran bin. Wobei der Sinn an dieser ganzen Grününgungsgeschichte bei mir nicht vornehmlich darin liegt, irgendwelchen Nährstoff in den Boden zu kriegen, was weiß ich, durch Luzern oder Klee, sondern es geht darum, irgendwo, ich setze mich mal eben hin, damit sie was verstehen. Nee, geht da nicht vornehmlich um irgendwelche Nährstoffe, es geht einfach darum, organisches Material in den Boden zu kriegen. Ich habe ja werde nie genug Kompost zusammenkriegen für die Fläche. Egal wie ich mich anstrenge. Alles wird irgendwo kompostiert und viel mehr als das Gewächshaus reicht das nicht. So habe ich dann zumindest ein klein wenig, versuche ich auf die Art und Weise ein bisschen Humus in die Erde reinzukriegen. Haben wir was für den Boden dem getan, hoffentlich. Aber es ist immer noch zu nass. Ich kann nicht weitermachen. Die eine Stelle, wo dieser Romanesco-Kohl und China-Kohl und sowas drauf soll, muss noch ein paar Tage abtrocknen. Aber wissen Sie, in Wirklichkeit weiß ich, dass das alles nur Selbstbetrug ist. Es wächst auch so genügend Unkraut, da kommt es auf das bisschen da hinten auch nicht an. Mindestens genauso sinnlos wie der Glaube, ich könnte die Kartoffelkäfer in den nächsten Jahren hier verhindern. Ich bin selbst schon ein paar Mal da durchgelaufen, habe die Kinder da reingeschickt. Das wird sich nicht mehr verhindern lassen. Die ersten Blümchen. Direkt was für meine Frau sammeln. Nicht üppig, aber zumindest etwas. Und sollen wir mal gucken, wie es unter dem Porree-Netz aussieht? Ob mehr Unkraut oder mehr Porree wächst? Und, was haben wir, mehr Porree oder mehr Unkraut? Hält sich die Waage, was? Gut. Mal sehen, dass ich das ganze Zeug jetzt wegkriege. Und bevor das jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, mir zu sagen, Ackerwinde muss ausgraben, schauen Sie mal oben in die Infobox. Da haben wir das ganze Spiel nämlich schon mal versucht. Das ist definitiv das hartnäckigste Zeug, was sie im Garten haben können.
Ich muss ehrlich zugeben, also ich bin ein eingefleischter Bio-Befürworter, ja? Aber wenn es irgendein Mittel gäbe, wo ich hier einmal im Frühjahr über dieses, ich würde auch ein ganzes Jahr auf Gemüseanbau verzichten, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, dieses Zeug loszuwerden. Oh. So, jetzt habe ich alles, was oberflächlich irgendwie so zu sehen war, mit einem Rutsch abgehakt und nach Möglichkeit alles aufgesammelt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das wieder dauert, bis da wieder neu ist. So, jetzt machen wir das, fahre ich für den Rest nochmal drüber, locker das nochmal auf und dann kann man die langsam ein bisschen anhäufeln. Keine umgesäbelt. Prima. Sieht ja schon wieder etwas manierlich aus. Übrigens, wie die Profis, die Bio-Profis Poree anbauen, habe ich Ihnen schon mal in einem Video gezeigt. Da habe ich mal einen Bauernhof besucht, der das gemacht hat, hier oben in dem Video. So, jetzt hole ich mir die Hake und tue dann ein bisschen zusammen. Ich bin ja mal gespannt. Netz wieder drauf. Und das alles für Käselauchsuppe. Und wie läuft? Die Arbeit ist schon richtig verteilt hier. So Leute, fresst dieses dreckige Zeug. Ich hoffe, die fallen mir nachher nicht alle tot um. So, Kaffee trinken. Also den grünen Bohnen hier jedenfalls schmeckt das Wetter prima. Sehen toll aus in diesem Jahr. Trotz dazu viele an die Schnecken gegangen sind, in den alten Videos zu sehen. Aber das wird noch einiges werden. Aber auf die Bohnen komme ich sicher in späteren Videos nochmal zu sprechen. Dieses war ja jetzt wieder ein paar Wochen alt. Sie waren gut unterhalten, haben gesehen, mit welchen Problemen man sich als ernsthafter Selbstversorger herumschlagen muss. Abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links. Würde mich freuen, wäre eine feine Sache. In diesem Sinne, bis demnächst. Ich habe jetzt wieder Arbeit für die nächsten anderthalb Stunden hier. Nee, habe ich ganz vergessen. Ich habe doch noch gar nicht gemoppert. Normalerweise muss ich immer warten, wenn es weniger regnet, dass ich nicht 5 cm in den Boden einsinke, sondern nur 3 cm. Immer dieses Wetter.